Wenn Sie in It's Learning eine Hausaufgabe besprechen wollen, dann müssen Sie zunächst natürlich eine solche erstellen. Das tun Sie im Prinzip genauso, wie wenn Sie einen normalen Auftrag, eine normale Aufgabe oder was auch immer hier in It's Learning einfügen. Ich werde mich mal auf das Beispiel des Auftrages beschränken. Zur Erinnerung, der Auftrag erfordert vom Schüler eine aktive Rückmeldung, dass er eine Antwort gibt, dass er ein Dokument oder ein Foto hochlädt oder dass er einen angehängten Bogen bearbeitet oder dergleichen. Ich erstelle einen solchen Auftrag. Fotografiere eine Pflanze. Vergeben Sie immer eine Frist. Das macht es dem Schüler leichter, diese Aufgabe zu sehen, also dass sie zu erledigen ist. Ob Sie diese Aufgabe nach der Frist schließen, ist letztlich Ihnen überlassen. Ich mache das normalerweise nicht. Ich halte die Rückmeldung, wer nach dieser Frist abgegeben hat, aber im Prinzip ist es mir egal, wann der Schüler diese Aufgabe erledigt. Hauptsache, er hat sie gemacht. Ich kennzeichne diesen Auftrag noch als Hausaufgabe. Welchen Effekt das hat, das zeige ich Ihnen später noch. Sie haben natürlich auch hier die Möglichkeit, diese Aufgabe nur bestimmten Lernenden zuzuweisen oder auch nur bestimmten Gruppen, beispielsweise im jahrgangsübergreifenden Unterricht. Ich hatte auch schon Aufgaben, die ich nur Prüflingen in Q2 zugewiesen habe und die anderen Schüler des Kurses eben nicht gesehen haben. Auch haben Sie hier selbstverständlich die Möglichkeit, per Review und Selbstbeurteilung einzusetzen oder auch Gruppenarbeiten als Hausaufgaben zu vergeben. Ich will gleich noch ein zweites Beispiel geben. Hierzu habe ich einen Pflanzentext vorbereitet. In diesem Text sollen alle Verben unterstrichen werden und alle Nomen blau gefärbt werden. Diese Aufgabe dient gleichzeitig dazu, dass die Schüler sich mit der Textverarbeitung auseinandersetzen. Ich füge wieder einen Auftrag hinzu. Diesen Bogen muss ich jetzt noch hinzufügen, über Dateien hinzufügen. Und ganz wichtig, dieser Bogen ist nicht nur zur Ansicht, sondern jede Person soll eine Kopie erhalten. Auch hier vergebe ich wieder eine Frist. Auch hier schließe ich sie wieder nicht und markiere, dass es eine Hausaufgabe ist. Nun ist es am Schüler, diese Aufgaben zu bearbeiten. Hierbei stellen sich die Aufgaben für den Schüler nun genauso dar wie auch jede andere Aufgabe, beziehungsweise hier genau genommen Auftrag, in It's Learning. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass hier explizit darauf verwiesen wird, dass es sich um eine Hausaufgabe handelt. Wenn wir nun zur Besprechung der Hausaufgabe kommen, dann genügt ein Blick, um zu sehen, hier hat ein Schüler eine Hausaufgabe nicht gemacht. Diese wurde offensichtlich von allen Schülern angegangen. Schauen wir mal näher rein. Sie sehen, dieses rote Ausrufezeichen sagt, dass es nach der Frist übermittelt wurde, was, ich sagte es schon, kein Problem sein muss. Allerdings ein genauerer Blick in die Uhrzeit verrät, oh, das war offensichtlich kurz vor der ersten Stunde. Da ist sicherlich ein näherer Blick wert. Peer und Julina haben das nachmittags irgendwann gemacht. Janis hat es offensichtlich vergessen. Sie haben ja also binnen weniger Augenblicke einen ersten Überblick darüber, wie die Hausaufgaben erledigt wurden. Bei Malte gucken wir ganz besonders nach und stellen fest, Malte hat offensichtlich keine Pflanze fotografiert. Per hat das getan, Jolina hat das getan. Sie haben diese Bilder jetzt für die Unterrichtsbesprechung sofort digital verfügbar über den Beamer oder an der interaktiven Tafel präsentiert. Können Sie darüber sofort reden, ohne die irgendwie erst vom Schüler auf ein anderes Gerät übertragen zu müssen. Und mit Janis muss man wohl mal sprechen. Schauen wir in die zweite Aufgabe. Hier haben alle Schüler etwas getan. Malte, offensichtlich kurz vor Stundenbeginn. Und auch hier schauen wir mal rein. Und Malte hat gar nichts getan. Er hat einfach nur auf Abschicken gedrückt. Wenn wir nun weiter gucken, sehen wir, dass Janis recht früh aufgehört hat. Peer hat aber viel getan. Ich weiß ja jetzt, wohin ich gucken muss. Bekannte hat er offensichtlich für einen Nomen gehalten, weil es möglicherweise groß geschrieben ist. Die Verben zu unterstreichen hat er vergessen. Und bei Jolina
sieht das ganz gut aus. Jolina hat aber die Formen von sein offensichtlich nicht als Verben erkannt. Sie haben alle Schülerlösungen da und können jetzt einzelne natürlich besprechen. Ein Hinweis: Sie müssen hier natürlich nicht Rückmeldungen zu allen Aufgaben geben. Das würden Sie bei normalen Hausaufgaben ja auch nicht tun. Das kommunizieren Sie Schülern gegenüber einfach offen. Und irgendwann können Sie dann alle Aufgaben markieren. Vielleicht nehmen Sie die, wo es offensichtlich nicht getan wurde, mal raus. Und dann mehrere bewerten und auf abgeschlossen senden. Hier könnten Sie jetzt allen Schülern eine allgemeine Rückmeldung geben, wie schön, dass du daran gedacht hast oder dergleichen. Ich mache das meistens nicht. Aber auf abgeschlossen setze ich sie, denn an den Stellen bei den Schülern, die sie gemacht haben, setze ich sie durchaus auf abgeschlossen. Sie haben jederzeit, auch später, wenn es darum geht, beispielsweise mündliche Unterrichtsbeiträge zu besprechen, die Möglichkeit, diese Hausaufgaben nochmal hervorzuholen. Sie sind also nicht einfach weg. Und hier vielleicht doch mit einzelnen Schülern nochmal näher ins Gespräch zu gehen, warum die Note nun so ausgefallen ist und nicht anders. Und Sie können hierzu auch die Übersichten nutzen, die It's Learning intern ausgibt, über Status und Nachbereitung, die persönlichen Berichte, die Fortschrittsberichte, die Sie hier zur Besprechung und zur Notenfindung einsetzen können.